Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis. Gib mir 1000 Tage Solo Playthroughs. Ich habe hier die Forschungsstufe 5 erforscht. Ja, wir haben das jetzt am Start und so. Technologie Level 5 meine ich natürlich. Ich würde behaupten, wir knallen uns mal schnell alles ins Inventar, was wir hier drin haben. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Das hat dann zwar geklappt und ist nichts verschwunden oder so, aber ich will das nicht riskieren. Und werten die hier einmal auf. Na? So. Das wird uns natürlich noch mal ein paar Eisenplatten kosten, das ist aber vollkommen in Ordnung. Ich will auf jeden Fall sicher diese Hydrokulturgeschichte unter Dach und Fach wissen, bevor wir sagen, ey, wir gehen los Richtung neuer Außenposten und legen damit allem los. Dann hoffen wir, dass Hydrokulturen hier funktioniert. Na, Whisperwind mittlerweile auch eine ganz ordentliche Ingenieurin, würde ich behaupten. Hier bald auf 20. Da ist doch super stark, wisst ihr, wie ich meine? Hier Tech Level 5 dann. Das ist schon mächtig eigentlich. Also dafür, dass wir alleine unterwegs sind, würde ich sagen, sind wir für Tag 57 echt weit. Na, wen haben wir da? Wollt ihr bei mir vorbeischauen oder liefert ihr euch so ein gehendes Wettrennen? Na, chillen, haben so eine ähnliche Route. Na, sowas in der Art irgendwie. Whisperwind, wie sieht's aus? Schon hart, ja, auf hier dreifache Geschwindigkeit, wie lang das trotzdem dauert. Jetzt hier noch nicht mal ganz die Hälfte. Da wird der Ingenieur natürlich ruckzuck in die Höhe getrieben bei sowas. Das steht vollkommen außer Frage. Ah, verbleibende Erntezeit. Ja, Whisper, komm, dann mach doch mal die Aufgaben an. Und schieb hier mal schnell die Baumwollfarm drüber. Na, macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir hier wenigstens noch möglichst ein bisschen unsere Skills leveln. Und Whisper, du kannst direkt mal... Na, kriegen wir das hier rein? Ja, oder? Gerade so. So müsste doch reinpassen, oder? Mindestens eins mal. Wie viele haben wir da reingibt? Zwei. Ja, easy. Dann tun wir da direkt wieder ein bisschen Wasser rein. Machen wir das gerade ein paar Mal, kommt. Na, so. Mhm. Schön voll machen, das Teil. So viel, wie eben gerade geht. Na, hier ist gleich das nächste noch ready. Dann haben wir erstmal alles drin, was eben geht. Und dann passt die Geschichte. Whisperwind, wie sieht's aus? Landwirtschaft auf Stufe 10, bald 11. Klasse, und haben wir was rausgeholt. Eins Baumwolle. Na? Mächtig. Würde ich schon sagen, mächtig. Ne? Ist schon sehr mächtig. Gerade da wir Baumwolle ja jetzt in dem Sinne gar nicht brauchen. Ich hoffe, unser Hanf reicht, um die Hydrokultur zu erforschen und vor allem, um dann eine zu erbauen. Das müssen wir noch gucken. Und sobald wir das wissen, also wenn jetzt die Forschungsstation fertig ist und wir hoffentlich auf Level 5, ich dachte ja eigentlich Level 4 ist schon Hydrokultur, aber in dem Fall ist es Level 5. 6 kann ich mir nicht vorstellen, das wäre zu krass. Ich hatte Hydrokulturen schon immer eher früh, beziehungsweise mit Gamey irgendwie. Das heißt, ich würde jetzt erwarten, das ist da schon mit drin. Und dann können wir gucken, wie viel wir brauchen, sobald wir Hydrokulturen erforscht haben. Dann werden wir mal versuchen, eine zu bauen. Und dann sehen wir ja beim Bauen, hey, hier brauchst du irgendwie 10, 15, 20 Hanf, irgendwie sowas um den Dreh. Und sobald wir das wissen, können wir dann noch ein letztes Mal in den Sumpf, falls wir mehr brauchen sollten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und je nachdem gehen wir dann nach dem letzten Sumpf-Action-Dingens oder vor dem letzten Sumpf-Action-Dingens, falls das nicht nötig sein sollte, wieder Richtung neuer Außenposten und bauen da dann mal alles auf. Na, ich extrem viel Bock drauf. Wird außerordentlich geil. Das spüre ich uns. Ja, moin, Leute. Na, wie ist es? Hier, guckt mal. Forschungsstation Level 5. Dann rein mit Zeit. Wir haben so viele Ingenieursforschungsnotizen. Es ist so verboten, ohne Witz. Okay, Forschung anzeigen, Landwirtschaft, Hydrokulturen, let's go. KI-Kern, genau, hatte ich noch richtig im Kopf. Erforschen wir direkt, was geht beim Kern? Kupferlegierungen, oh, könnte man sich schon auch überlegen. Wofür braucht man die denn? Ja, für spätere große Gebäude oder so, oder? Aber jetzt Waffen- oder Rüstungsschmiede, ist das unwichtig. Ja, ist unwichtig. Ist nur für krassere Gebäude, glaube ich, wirklich wichtig, die Kupferlegierungen, gell? Bin gerade mal überlegen, ja, ich glaube schon, dass das so war. Doch. Das ist auf jeden Fall so. Dann bin ich mal gespannt, ob wir diese Episode noch zu Tag 60 kommen. Wird sich zeigen, wir werden sehr viel im gespulten Modus verbringen, denke ich mal. Könnt's gerade so hinhauen vielleicht. Ansonsten dann nächste Episode wieder Zeit für einen Vergleich in den Kommentaren. Na? Hier Voraussetzungen, Fundamente für schwere Gebäude, verbesserte Außenposten, Blaupausen. Dürfen wir jetzt immer noch nicht, gell? Lernen der Blaupause fehlgeschlagen, Technologievoraussetzungen nicht erfüllt.
Ein verbesserter Außenposten, Blaupausen. Das scheint noch zu fehlen, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Weil Fundament für schwere Gebäude haben wir doch gemacht. Ja, das war ja hier mit dabei, oder? Ah, wir könnten halt direkt noch so Eisenplatten 4 gehen jetzt, gell? Ja, komm, safe. Steinraffinerie 2. Ganz klare Sache. Aufwertung der Steinraffinerie 3. 100 pro. Wir wollen ja ordentlich, dass das alles schön schnell geht. So schnell wie möglich eben, ne? Smithy, Training ist egal. Na, Defense. Na, das ist alles auch egal. Ja. Geothermal Generator Theory. Hier mit Geothermalenergie, das wäre ja cool. Das habe ich in RimWorld viel gemacht. Gab es, glaube ich, so im Actual-Spiel eigentlich nicht, gell? Einfache Außenbeleuchtung könnte nice sein. Ja, aber ich glaube ansonsten... Schlafsäcke, einfache Verbandskästen, ist mir eigentlich egal. Stahlbarren 2. Wäre schon cool, aber naja, gell. Halbautomatischer Erzbohrer, das wäre schon auch noch richtig fett. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir noch großartig für uralte wissenschaftliche Abhandlungen gehen sollten, denn eigentlich bräuchten wir einen vollautomatischen Erzbohrer. Na... der nur einen einzigen Bediener benötigt. Ja, das wäre halt schon mega fett. Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen rumgucken hier und da. Wir könnten auch im Sumpf hier und da noch nach Ruinen schauen. Ja, ich glaube, wir statten dem Sumpf durchaus noch mal einen Besuch ab, oder? Und jetzt müssten wir ja hier in Landwirtschaft die neuen Möglichkeiten haben. Zum Beispiel Hanfhydrokultur. Wo Hanfhydrokultur? Hydrokultur, Hydrokultur Hanf. 4 uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Junge, Junge, das wird was hier, ne? Nochmal 4 uralte wissenschaftliche Abhandlungen, yippie-yay. Ja, Leute, dann ist das wohl erstmal unser Plan, oder? Sumpf und Totland, nochmal ordentlich die Ruinen durchgehen und 4 bis 8 uralte wissenschaftliche Abhandlungen zusammensammeln. Das wäre wichtig. Ja, also 4 brauchen wir mindestens noch, sonst können wir unsere Rüstungsschmiede nicht betreiben. Und weitere 4 wären genial, aber nicht zwingend notwendig. Tja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Sumpf einige Ruinen gibt. Da können wir auf jeden Fall noch schauen. Und dann könnten wir hier natürlich noch, wenn wir dann das nächste Mal losgehen, wieder über die Flachlagune gehen, dann hier nochmal reinschauen, da nochmal reinschauen und wieder hier rüber Richtung Krabbenstadt beziehungsweise unserem neuen Außenposten gehen. Na? So die Idee. Das ist unser Vorhaben right now. Ja, Leute, das ist schon echt wild. Ne? Wir brauchen einfach echt viel Stuff. Viel Stuff, bei dem ich am Anfang ganz ehrlicherweise nicht unbedingt mit gerechnet habe. Na? Ich habe gedacht, okay, wir brauchen dies, das und das und dann wird das laufen. Aber jetzt, ne, gerade durch dieses Fruchtbarkeitsproblem an unserer neuen Location, ist halt die Hydrokultur notwendig geworden. Und ja, gewissermaßen wirft die unseren Plan nochmal sehr stark über den Haufen. Na? Ich wünschte, wir bräuchten hier gerade mehr Ingenieursforschungsnotizen als uralte wissenschaftliche Abhandlungen, denn da haben wir gerade einfach super viele, gell? Aber naja, ist jetzt wie es ist, kann man jetzt erstmal nichts machen. Haben wir hier noch einmal 5 und einmal 4 Stunden, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich würde sagen, ich lasse das schnell durchlaufen und wir sehen uns gleich wieder, oder? Ihr seht ja, selbst wenn die Gegner hier reinlaufen, passiert da nichts. Ich werde jetzt auch nicht neu laden oder so, weil das einfach gar nicht nötig sein wird, aber dauert jetzt hier halt einfach noch, oder? Überspringen wir kurz, wir sehen uns gleich. Hä? So Leute, hier hole ich euch schon wieder mit ins Boot, denn Warnung, Bandit Raid bewegt sich auf SKG zu, ne? Die Legende SKG, Bandit Raid, schwarze Drachen-Ninjas sind es schon wieder, also hier. Wir sollten fertig sein, bis die hier sind. Und dann scheißen wir gewissermaßen auf die, oder wir könnten versuchen, die wieder alle bekloppt zu schlagen.
Ist aber nicht nötig. Ich würde sagen, unser Attentatskill ist mit 77 absolutes Feuer. Das passt schon und wir können den auch immer ruckzuck trainieren, wenn wir das wollen. Hä? Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier schnell fertig und gehen dann direkt los. Na, wir haben Werkzeug dabei, wir haben Stuff dabei, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Können hier nochmal schnell ein bisschen Wasser auffüllen und uns dann aus dem Staub machen. So, Forschung abgeschlossen, ne? Aufwertung Stahlraffinerie 3. Cool, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir. Das ist jetzt die Frage. Wir könnten hier noch ein bisschen rumschauen. Und dann Richtung Sumpf natürlich noch schauen. In Shem gibt es keine Ruinen. Das macht keinen Sinn. Also wir müssen schon ja eher Richtung Sumpf. Aber ich würde fast sagen, wir gucken erstmal noch hier oben Totland rum, oder? Warum nicht? Ja, kommt, wir machen das. Wir machen das. Das wäre doch jetzt gelacht hier. Whisperwind, let's go. Wird gut. Erreichen die gerade? Ja, das sind sie, oder? Ne, sind die verhungernden Banditen. Wann kommen denn die Drachengenins? Naja, ist egal. Die klauen da ja eh nichts oder so. Ist alles kein Thema. Ja, ein bisschen blöd gelaufen jüngst mit unserer Waffe, die ich da vergessen habe. Aber naja, was will man machen? Passiert den Besten, würde ich behaupten. Kann man schon mal vergessen. Ist jetzt ja auch nicht wild. Na, das Geld haben wir ruckzuck drin, wenn wir das wollten. Das ist kein Thema. Abgesehen davon, würde ich behaupten, ist für den Anfang vielleicht doch eher Katana lernen erstmal besser. Denn ich habe das schon häufig erklärt, man führt mehr Aktionen aus in derselben Zeit. Ergo levelt man damit Nahkampfangriff und Nahkampfverteidigung einfach schneller als mit etwas größeren, schwereren Waffen. Ja, und dafür sind die Katanas einfach super. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen das jetzt einfach mal eine kleine Weile mit Katanas durch. Zumal das Katana ja auch eigentlich besser ist als die Stangenwaffe, zumindest in vielen Gesichtspunkten. Ja, abgesehen von der Rüstungsdurchdringung gewissermaßen. Ne? Direkt wieder hier durchgerannt, aber wir hatten ja zum Glück, ne? Auch das stecken wir mittlerweile gut weg. Wie viel Gas haben wir denn? 70%. Ja, sonst wäre das immer direkt ein bisschen unchillig. Aber so kann ich gewissermaßen einfach durchrennen und es ist gar kein Thema. Das ist schon witzig, ne? Irgendwie hier so ein Band ums Gesicht. 70% Gasresistenz. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Also Gase klassifizieren sich ja gewissermaßen darüber, dass es sehr, sehr kleine Verbindungen sind, oder? Sehr, sehr leichtes Zeug. Ich meine, gasförmig und so, wissen wir Bescheid. Atmest du doch auch durch Stoff ein, oder? Die meisten davon. Naja, wir nehmen es mal dankend an. Vielleicht ist da ja noch so eine Membran drin oder so. Wer weiß. Ne? Safe ist da eine Membran drin, ganz klar. Das ist absolut klar. Die haben wir auch alle gesehen schon, oder? Als wir das erste Mal angelegt haben, haben wir uns alle gleichzeitig gedacht, ah, guck mal, da ist ja auch eine Membran drin. Ja, dann macht das ja voll Sinn mit den 70% hier, ne? Ich weiß noch genau, wie wir alle so, ne, und ihr so in den Comments, ah, ja, stimmt, P, du hast voll, das haben wir direkt bemerkt, ne, ist alles Ehre und so. Ja, cool. Ich muss euch ehrlich sagen, gell, ich habe gerade so einen Fröhlichkeitsbanger. Ich habe den mir auch direkt gesampelt, weil er mich gerade so fröhlich macht. Ist eines der Themes von den neueren Mario Kart-Strecken. Welle 4 war das. Wartet, wie viele kamen immer pro Welle? 2 Cups. Also gab's 6 Wellen, oder? Ja, 6 Wellen. Und von der 4. Welle davon, da war das Yoshi Island mit drin. Ich bin großer Yoshi-Fan. Ja, auch von den alten Spielen. Und da war das Yoshi Island Theme mit drin. Und jetzt guckt euch mal hier so an, die Stimmung. Alter, übel bedrückend, gell, richtig tot und so, verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Und jetzt schaut mal, wie es so ist. Easy, oder? Alle Sorgen weg, kannst das schlimmste Horrorspiel der Welt spielen. Wenn du da so durchskatest, ist alles cool. Das ist, glaube ich, auch einer der wenigen Gründe, beziehungsweise einer der Hauptgründe, müsste man sagen. Einer der wenigen, aber einer der hauptsächlichen Gründe, weshalb ich bei Fallout so gut klarkomme. Obwohl da ja schon auch viel mit, boah, da erschrickt man sich und Ghule kommen ums Eck und so geht, ne? Aber diese Musik, die da läuft, ne? Mit dieser blechernen Radioqualität und diesen chilligen Songs, ne? Also, da sind so viele geile Sachen dabei, angefangen bei Civilization, und wir kennen das ja alle, ne, würde ich sagen, oder zumindest viele von uns. Damit geht's einfach.
die Musik macht bei der Atmo so unglaublich viel aus. Und ich finde trotzdem, das macht's nicht lächerlich, sondern das macht so dieses, boah, schon absurd, wie kaputt diese Welt ist und wie hier alles im Arsch ist, aber trotzdem Leute an solchen simplen Vergnügungen wie Radio und Musik festhalten. Ne? Das finde ich einfach cool, wie das rüberkommt. Also ich würde behaupten, das ist nicht, boah, es schmälert so diesen düsteren, postapokalyptischen, gefährlichen, Tod lauert hinter jeder Ecke Vibe, den Fallout vor allem mit sich bringt, wie ich finde, sondern es befördert das Ganze, indem es das so ein bisschen lächerlich macht, aber man sich trotzdem hier und da noch mega erschrecken kann. Ne? Gerade weil auch vielleicht manchmal die Musik läuft und man so denkt, naja, eigentlich ist alles easy, bisschen Bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. Und läuft bei uns, ne? Und auf einmal, oh, Todeskralle, ja, weg hier. Finde ich gut. Ist ein geiler Spagat, den diese Reihe da gewissermaßen macht. Ich meine, das mit den Songs ist ja gewissermaßen keine Neuheit, dass sie da solche Stücke mit drin haben. Ja, ich finde das einfach genial. Generell auch, wisst ihr, wie ich meine, das macht Fallout ja an vielen Stellen. Also allein, wenn wir uns die ganzen Vault-Tec-Sachen angucken, den Pip-Boy, ne, dann diese Vault-Videos und so. So, ja, Mann, und wenn du diesen Perk aktivierst, dann zerspickt's dein Gegner in 1000 Teile. Achtung vor umherfliegenden Augäpfeln und so, ne? Das ist einfach der Humor, mit dem das erzählt wird in dieser doch sehr düsteren Welt, finde ich immer wieder stark. Und genau diesen Vibe, so dieses Unbekümmerte in einer Gegend, in der es eigentlich schon stressig ist, den gibt mir auch dieser Banger. Den ich muss nochmal anhören, Leute. Oh, das holt mich so ab, Mann. Warum holt mich das so immens ab? Ich kann's euch doch auch nicht sagen. Das trifft mich einfach. Da, wo ich's gern hab. Na, wenn man es so sagen will. Okay, na, hier sieht's eher schlecht aus mit weiteren. Ohoho, ne, sagte er und entdeckte eine Ruine. Klasse, guck mal, da hinten nochmal eine Ruine also. Perfekt, dann guck mal da doch mal vorbei. Hä? Ist hier Wasser oder nicht? Das ist Wasser, gell? Hier sieht's voll so aus, als wäre es da einfach ein dunklerer Grund, gell? Also dunklerer Boden sozusagen, aber ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dachte gerade kurz, oh, das ist ja gar kein Wasser, aber das ist natürlich Wasser hier. Ne? Wie komme ich da eigentlich hin? Da muss man hinschwimmen, wie es aussieht, ha? Huh? Na, zum Glück können wir gut schwimmen. Aber das wird uns natürlich ein bisschen auf den Sack geben. Das steht vollkommen außer Frage. Wir könnten es von hier probieren, wenn wir da hinkommen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir da überhaupt was finden, was für uns von Interesse ist, ne? Klasse, da kommen wir lang. Können wir vielleicht hier hin und dann von da aus schwimmen. Dann ist somit das kürzeste Stück, oder? Das ist Säure, ja genau, das siehst du richtig, Whisperwind, aber komm, zieh da mal durch. Na, es wird uns so circa auf 94 ziehen, denke ich mal. Na, sogar 93, goddammit. Ja, genau, verarzt das mal, aber ist okay. Das passt. So, dann gucken wir da mal rein, ha? Huh? Was haben wir hier? Okay. Seid ihr... Die Kaputten, genau. So, und jetzt lasst mich nicht vollkommen reinkacken. Wenn ihr eines Tages mal einen Speedrun starten wollt, na, wo ihr sagt, oh ja, Alter, hier, guck mal, neue Tresore und so. Warum nicht? Das nehmen wir mit, oder? Gibt's hier noch irgendwelche mächtigen Chests? Na, wenn ihr irgendwann mal sagt, ey, so ein Speedrun und so, will ich dabei sein und ihr nutzt dann hier solche Sachen gewissermaßen mit aus, dann kann ich euch diesen Ort hier allein deswegen, oh, die Generatorkerne bei der anderen Mine wollte ich ja auch noch, bei der anderen Ruine wollte ich ja auch noch abholen, das machen wir auf jeden Fall noch. Dann kann ich euch diesen Spot hier sehr empfehlen, denn hier geht gewissermaßen etwas ab, was meiner Meinung nach nirgendwo anders in Kenshi geht. Und das kann gerade für den Anfang sehr, sehr nice sein. Ich hoffe jetzt, dass es in Genesis nicht anders und ich erlebe das gleich the hard way. Aber wir gucken gleich mal nach, okay? Guckt euch mal die Kaputten an. Hier mit ihren Zylinderkopfdeckeln, hä? Das sieht schon süß aus, finde ich. So habt ihr hier immerhin eins, ne? Perfekt. Cool.
Dann haben wir immerhin ein Forschungsartefakt rausgeholt. Eine uralte wissenschaftliche Abhandlung, meine ich natürlich. Das ist doch schon mal was. Ja, also ist jetzt nicht der absolute Hammer so, ne? Aber immerhin. Kommt, ich würde nur die Generatorkerne da drin behalten und die hier lesen wir uns schnell rein, oder? Ah, das geht nicht. Ancient Outpost Blueprints. Na, auch wieder die verbesserten Außenposten-Blaupausen, die wir da noch brauchen. Naja, wie dem auch sei. So, und jetzt zieht euch Folgendes rein. Haben wir alles ausgelootet? Ich glaube schon. So, ich mache das unten, denn wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich's in Genesis verhält. Ich weiß nur, wie sich's in Vanilla Kenshi verhält. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Ort ist. Aber ich glaube. Okay, let's go. Na, wir hören auf zu schleichen und sind hier. Na, genau. Meister. Fehler. So. Ihr seht, oh, beschütze den Meister und so. Wir haben jetzt all diese Leute hier als Verbündete. Wir gehen jetzt irgendwo hin und die kommen mit. Broken, oder? Das ist in Vanilla Kenshi auch so tatsächlich. Also falls es jemand von euch noch nicht gesehen hat, wenn ihr ein Solo-Playthrough machen wollt, sind die vielleicht für den Anfang tipptopp. Ich meine, die habt ihr jetzt halt dabei. Das sind jetzt nicht die stärksten Leute. Ihr seht es hier. Ne? Manche irgendwie 40er-Stats, manche irgendwie so 10er-Stats. Ne? Bunt gemischt, würde ich sagen. Aber für den Anfang ist das, das sind das Tip-Top-Bodyguards. Ah, guck mal, hier hätten wir, glaube ich, einfach so lang können. Genau, und mit denen können wir jetzt ein bisschen durch die Lande ziehen. Sind hier und da ein bisschen langsam. Na, das ist wohl so. Aber sie sneaken auch mit. Das liebe ich. Und so würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die verschiedenen Ruinen noch durch, oder? Ich meine, die könnten für uns die Spinnen zum Beispiel wegmachen oder dergleichen. Die nehmen wir jetzt mit. Ich meine, ich bin solo. Ich bin solo. Ich habe nur ein ziemlich großes Gefolge. Aber ich bin solo unterwegs. Ihr wisst Bescheid. Mit unserem Rattengefolge. Richtiges Squad. Lieben wir doch, oder? Seid doch ehrlich, wir lieben es doch alle. So muss es doch sein. Ja, und jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Also, Umprogrammierungswerkstatt, die uns feindlich gesonnen ist. Aber die Leute da drin sagen, Fehlercode, wir denken, du bist unser Meister, alles gut und so. Ja, dann würde ich behaupten, wir gehen hier hin. Ja, easy. Und dann schauen wir mal, wie viele von denen uns nachkommen. Na, wir sind natürlich gerade im Schleichen sehr viel schneller als die. Wir könnten jetzt hier auch einfach sagen, kommt mal mit und so, ne? Dann kommen die vielleicht ein bisschen besser hinterher. Vielleicht gehen die auch schon wieder weg. Die gehen dann wieder weg. Ah, nee, die gehen woanders lang. Die wollen hier durch. Ich verstehe. Ja, die werden sich immer wieder zu uns gesellen. Solange eben welche übrig sind, verfolgen die dich quasi über die ganze Map. Ich hatte das mal getestet irgendwann, beziehungsweise was heißt getestet? Ich bin durch Zufall auf die gestoßen, hab mir erstmal ein bisschen einen abgelacht, na, und dann irgendwann festgestellt, als ich irgendwo anders war, so, yo, da bewegt sich irgendjemand Verbündetes auf mich zu und ich habe hier keine Verbündeten, das kann nicht sein. Und dann war das so ein Dude von denen, komplett am Arsch eigentlich, gell, der da so angehumpelt kam. Hab ich gefeiert, aber weißt du, er war seinem Meister treu. Richtige Samurai sind das. Schon cool. Wir können gerade mal gucken. Seht ihr? Die sind unterwegs. Auch wenn sie lange brauchen, sie werden kommen. Ne? Frage ist dann immer, wann sie dazustoßen, aber sie werden kommen. Wäre schon auch witzig, wenn man versuchen würde, die einfach durchzukiten bis zu unserem neuen Außenposten und dann in irgendein Haus reintun und da einfach erstmal einsperren, oder? Beziehungsweise eine Mauer drumherum ziehen und dann passen die halt auf unseren Außenposten auf. So, ja. Basically Söldner for free, wenn man so will. Ne? Kann man sich mal abholen. Wenn man zum Beispiel einen Speedrun hätte, wo man sagt, oh ja, darfst du keine Söldner kaufen? Gekauft sind sie ja nicht. Ne? Also alles gut. Alter. Holt mich fast so sehr ab, wie hier dieses Gesinge. Oh ja. Das ist schon toll, ne? Was Leute mit ihrer Stimme so alles können. Zum Beispiel mich vollkommen und gänzlich vom Kindi abzuholen oder so. Das können die einfach. So, wo waren diese Generatorkerne drin? Waren die hier drin? Wir sneaken einfach mal rein und gucken, wie es läuft, oder?
glaube, wir müssen jetzt hier nicht immer alle bewusstlos schlagen oder so. Das ist, glaube ich, echt gar nicht mehr nötig eigentlich. Gerade in der Nacht ist das, glaube ich, alles andere als nötig. So, na, gucken wir uns das mal an. Waren die hier drin? Nee. Nee. Waren die hier drin? Oder da? Nee. Aber die Eisenplatten könnten wir, obwohl, werden jetzt eh gleich ziemlich schwer sein. Dann vielleicht nicht die beste Idee, noch Eisenplatten mitzunehmen, ha? So, hier, oder? Da? Ja, eben. Wusste ich doch, dass die noch am Start sind hier, ne? Wie überlastet sind wir so? 56% trotz Rucksack, ja. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber gar kein Thema. Regeln wir, ne? Wann kommt unser Schwadron? Naja, die braucht noch eine ganze Weile. Ja, wir haben jetzt hier eine uralte wissenschaftliche Abhandlung rausgeholt. Das heißt, wir brauchen noch minimal 3... und im Idealfall 7 weitere. Na, das ist schon einfach eine Menge. Ich würde sagen, allein wegen den Generatorkernen machen wir es mal schnell heim, oder? Und dann würde ich behaupten, geht's ab Richtung Sumpf. So, und so werden wir auf jeden Fall rennen. Wen haben wir denn da? Und wie schnell sind die? 4 mph. Ja, da sind wir selbst so noch schneller. Das dürfte kein Problem sein. Auch wenn die irgendwie schneller aussehen, finde ich, oder? Naja, wie dem auch sei. Bin gespannt, wie viele von diesen hier letzten Endes irgendwo bei uns ankommen werden. Na, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Bin echt gespannt, ob es ein Einzelner oder ein Paar vielleicht wirklich schaffen bis zu unserem neuen Außenposten. Wisst ihr, dass ich da dann hinrenne, wir alles aufbauen und so irgendwann so ein paar Nachzügler von denen so langsam eintrudeln. Denn die folgen dir, bis die tot sind. Na, also... Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ey, wir holen uns Skeleton Repair Sets, ne, und hauen da schon mal unsere Robotik noch hoch. Allerdings, ja, weiß ich jetzt nicht. Wäre jetzt schon sehr viel Act, auf die zu warten, würde ewig dauern. Ja, wir können sie jetzt ja erstmal mit heimnehmen und da dann eventuell einsperren. Aber ich würde jetzt eigentlich auch ungern lange daheim warten. Das heißt, ja, ich habe das euch jetzt halt mal gezeigt. Wir wollen ja auch eigentlich schon die Solo-Erfahrung. Aber ich dachte, es ist jetzt ein witziges Gimmick und ich war mir eben lange nicht sicher. Ah, jetzt zählen die... Oh, okay. Ich dachte schon, hä, sind die uns auf einmal verfeindet? Ich war mir nicht sicher, ob das hier war oder da irgendwo. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wusste nur, dass hier, glaube ich, noch eine Ruine ist und hier eben. Und jetzt dachte ich mir, komm, wir gucken mal nach. Und hey, immerhin eine uralte wissenschaftliche Abhandlung nochmal am Start. Das ist doch gar nicht schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Nehmen wir doch dankend an. Einige Generatorkerne ist auch klasse. Allein wegen denen müssen wir ja auch gewissermaßen noch ein paar Mal hin und her rennen. Die würde ich schon echt gerne mitnehmen. Dann hätten wir einfach so eine gute Möglichkeit, unsere Stärke weiter zu trainieren. Ich meine, wir tragen gerade nicht mal jemanden und das macht hier trotzdem Prozente. Wisst ihr, wie ich meine? Bandit Raid hat SKG erreicht. Ja, das ist voll okay. Die können wir alle bewusstlos schlagen. Ist gar kein Thema. Warten die da immer noch? Ah ja. Tatsache. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen irgendwie. War das da gerade eben auch schon sicherlich, oder? Ja, natürlich, als ob halt nicht. Gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Alter. Warum brauchen wir denn Hydrokulturen? Ich dachte, wir können da ganz easy unsere Felder anlegen. Wisst ihr, wie ich meine? Dachte ich, komm, wir machen ihn. Na, machen wir einen friedlichen gewissermaßen. Leider nicht geklappt, gell? Hat leider einfach nicht geklappt. Da habe ich mich zu früh gefreut. Da dachte ich, ja, gar kein Thema. Wir regeln das diese Art und Weise, aber ist halt leider einfach nicht drin, gell? So, guck mal, da sind sie auch schon. Das heißt, wenn wir jetzt näher rankommen, starten die ihren Dialog von wegen, los Leute, ne? Holen wir uns alles, was es hier gibt und so. Yay. Und dann starten die da rein. Und wir können dabei zuschauen. Sag mal, Alter, was habe ich denn im Hals stecken? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Würziges gegessen habt? Gerade mit so orientalischen Kräutern oder so? Oh. Ein Orion Hound. Die Lady will ordentlich Beute sehen, ja? Und dieses Draxloch sollte besser eine ordentliche Menge haben. Wir haben viel, aber ihr nehmt es ja eh nie mit. Ne? Hahaha, im Ernst? Sieht ziemlich gut für mich aus. Vielleicht sollten wir uns hier einnisten. Echt? Einnisten fände ich jetzt unchillig, Leute. Ich wohne hier schließlich noch.
Na, guckt mal, jetzt haben wir da ordentlich welche am Start, fast 20 Stück. Das ist schon einfach eine Menge, Menge, Menge. Ja? So, guckt mal. Gibt's direkt einen Doppelklonk? Da kriege ich einen hin, oder? Hä? Was machen die jetzt? Wollt ihr euch jetzt hier einnisten oder nicht? Oder wollt ihr einfach geklonkt werden? Ich kann euch alle klonken, ja? Das ist nicht das Problem. Ich dachte nur, ihr habt jetzt hier noch irgendwie eine Mission oder so. Ja, ich meine, die sind ja quasi dafür da, oder? Die kommen hierher, damit wir hier lernen können, gewissermaßen. So, ja, Mann, komm, wir sind da. Du kannst bei uns ein bisschen üben. Na, mach ich gerne. Mach ich gerne. Zählt es eigentlich, wenn die alle Knockout sind, dass die dann gescheitert sind? Ja, ist gescheitert. Na, weil so viele von euch genockt wurden, ha? Das ist ja witzig, wie das hier zählt. Na, dann seid ihr wohl hart gescheitert. Könnt ihr eurer Lady erzählen, ey, wir sind da irgendwie angekommen, dann waren wir auf einmal alle bewusstlos und niemand hat was mitbekommen. Da ist die auf euch als Ninjas bestimmt sehr stolz, ne? So alter Stark-Leute, ne? Nicht mal mitbekommen. Das ist ja richtig, ne? Supreme. Stark Whisper, ne? Erstmal ein bisschen hier Baumwolle und so rattern. So, wann kommen unsere Leute? Alter, die sind ja voll nah dran. Dachtet's, die brauchen länger. Cool, dann können wir die hier drin einsperren. Dann beschützen die unsere Butze, oder? So, dann gehen wir so lange mal aus dem Sneak raus. Dann kommen die auch schneller hier an, oder? Meister, wann kommen sie denn? Ja, da in der Richtung müssten sie irgendwie jeden Moment erscheinen. Da kommen sie, guck mal. Ja. Ah, ich find's doch so hilarious. Ihr doch auch, oder? Der Fehlercode 0x6F. Na, wissen wir Bescheid. Die kaputten. Folgt. Derzeitiges Ziel dieses Charakters. Wollen die angreifen? Wollen die angreifen? Ne, die wollen sich einfach nur verziehen. Die haben gar kein Problem mit den kaputten. Das ist ja klasse. Ach, ihr seid nur noch zu dritt. Wohl unterwegs ein paar Leute auf den Deckel bekommen. Oder, ja, weiß ich nicht. Ne? Sind nur noch drei. Naja, ist wie es ist. Sind sie tot? Leute, ihr wart einfach nur erbärmlich. Na? Haben wir sie erwischt? Ja, erzählt ruhig, ihr habt mich erwischt. Vielleicht kommt ihr dann nicht mehr so häufig, nur um hier zu scheitern. Die Kaputten, ach, ihr seid so süß, kleine Kaputtilis. Schaut doch, wie süß sie sind. Wir könnten die richtig mächtig ausstatten eigentlich auch, oder? Wie die mit uns chillen. Feiern wir doch alle, oder? Erzählt mir doch nichts. Wer feiert's nicht? Kann mir niemand erzählen, dass das nicht witzig ist. Alter! Vier Stück? Dabei habe ich doch vorher das eine schon rausgenommen. Das ist eine ziemlich krasse Ausbeute eigentlich, ja? Also so für unsere Standards hier, sage ich jetzt mal. Warum nur eins? Ach, manchmal mit dem Shift gedrückt halten. Echt ein bisschen krampfig hier, ne? Aber ist, wie es ist. So, guckt mal. Dann seid ihr jetzt hier drin und happy, ne? Und ich würde losgehen und euch hier einschließen, wenn das für euch cool ist. Ne? Dachte vielleicht cool, Kumpels und so. Kommt mal hier hoch. Sehen die nicht ein? Na dann, ab hier runter und schließen. Verschließen? Das sehen die nicht ein. Okay, ich kann die leider nicht einschließen, wie es aussieht. So. Kommt mal hierher. Könnt ihr hier in dieses Eck rein? Da kann ich mal ich rein. Okay, dann wollen wir hier nochmal öffnen. Dann gehen wir ganz nach da hinten, soweit es eben geht. Rennen dann hierher. Verschließen direkt. Klappt nicht. Okay, ja, dann müssen wir sie mitnehmen. Alles klar, Leute. Dann ab Richtung Sumpf. Ich würde sagen, wir rennen durch Shem durch. Als ob uns was aus unserem Sneak holt. Na, kommt doch her. Wer will denn was? Wer will denn was? Was haben wir dabei? Oh, das sollte ich vielleicht noch ablegen. Ha? Rennen wir nochmal einmal kurz zurück. Upsi. Upsi. So, und ups, knallen das da rein. Ja, genau. So. 1A. Ne? Und los geht's. Ab durch Shem.
Richtung Sumpf. Hierhin erstmal. Da finden wir doch bestimmt die eine oder andere Ruine und können die gottlos leer plündern, oder? Ich hau mir das nachher noch so gottlos laut auf die Ohren. Ich hab da so Bock drauf. Wie kann das nur so sick sein? Ich versteh's gar nicht. Ich weiß nicht, was genau daran ich so immens geil finde, aber irgendwie auch einfach alles. Ja, was soll ich euch sagen? Ich wünschte, ich könnte es beschreiben. Aber once you go Yoshi Island Theme, you never go back. Das kann ich sagen, ja. So viel weiß ich schon mal. Ja, also so wie es jetzt läuft. Ich glaube, das ist Episode 25, 26, sowas um den Dreh. Könnte es sein, dass wir Richtung Episode 30 damit beginnen, nochmal ein, zweimal von A nach B zu laufen. Ich dachte eigentlich, einmal tut's und einmal würde es auch tun, wenn wir nicht noch die ganzen Generatorkerne mitnehmen wollen würden. Und das will ich unbedingt machen, ja. Und natürlich werden wir diesen Weg noch weiter im Let's Play drin haben, ist gar keine Frage. Also, ne, da einmal hingehen, alles aufbauen, wieder zurückgehen, Generatorkerne holen, nochmal hingehen, wieder zurückgehen, Rest von den Generatorkernen holen. Ich glaube, die können wir nicht alle auf einmal tragen. Vielleicht scheiße ich auch drauf und mach's mit Eisenerz. Ja, nee, Generatorkerne sind schon einfach das Beste, was dafür geht. So, es ist einfach so. Mit denen wären wir richtig gut unterwegs, mit den Generatorkernen. Die muss ich mitnehmen. Ja. Vielleicht starte ich da nochmal eine Umfrage, ob man das sehen will, weil es kann schon sein, dass wir für diese 20 Generatorkerne auch dreimal rennen müssen, irgendwie mit jeweils 6 Stück oder so. Ich meine, 6 Stück sind halt schon 120 Kilo. Im Rucksack sind es dann 60. Wir haben eine Carry-Weight von 65 und wir haben ja auch noch Ausrüstung. Na, also circa mit 5 bis 6 Stück sollte es eigentlich gerade so klar gehen. Vielleicht machen wir dreimal 6 Stück und scheißen auf den einen letzten. Oder gucken, wie weit uns das verringern würde in der Geschwindigkeit, wenn wir einmal 7 oder 8 mitnehmen oder so. Na, das kann man natürlich auch gucken. So. Shem. Home sweet home. Huh? Wer hat in Kenshi bitte noch nie hier gewohnt? Kenne ich nicht viele. Ah, guck mal, die Nomaden haben hier viel größere Property als in Vanilla. Normalerweise haben die da nur ihre ein, zwei Häuschen. Jetzt haben die da richtig Business am Laufen, wie es aussieht. Huh? Die nehmen wir schnell alle mit, würde ich sagen. Die bieten sich einfach an, oder? Es wird vielleicht auch klar, warum ich so früh so viel Erfahrung mit Schleichen und dergleichen hatte. Gehen die auf unsere Leute? Könnte ich mir vorstellen, dass die sagen, yo, guck mal, da hinten sind ein paar Skelette. Mit unseren Skeletten würden wir, ich glaube, die würden wir allmählich eh auch so packen, oder? Lange dauert's nicht mehr, bis wir die packen. Lange dauert's nicht mehr. Mit geilerer Rüstung dann eh, das steht vollkommen außer Frage, würde ich behaupten. Ah. Aber arg lange dauert's auch einfach nicht mehr. Wir brauchen halt noch Nahkampfangriff und Verteidigung ein bisschen und dann läuft die Geschichte, würde ich sagen. Zähigkeit ist halt auch noch so eine Hausnummer bei uns. 22, weiß ich jetzt nicht. Na, mehr Geschick könnte man schon. Wir könnten schon noch bei vielem mehr haben. Aber wie gesagt, das Kampftraining wird auch noch kommen und das Ganze in einer uns schützenden Rüstung, in der wir einfach wenig zu befürchten haben, damit unser Solo-Let's Play so lange wie möglich dauert. Ich denke, wir alle wollen das gewissermaßen, oder? Wollen ja schon hier einiges testen, sehen, Spaß haben, erleben. Na, ist schon wichtig, würde ich behaupten. Ist schon einfach wichtig. Okay, dann begeben wir uns mal da rein und schauen mal, wie es ist. Hoffentlich finden wir ein paar geile Ruinen. Genau, ja. Noch um den Punkt von gerade eben fertig zu machen. Hier, ne, weil ich hier halt viel gewohnt habe früher, war ich gewissermaßen immer dazu gedrungen, hier und da notgedrungen ins Wasser zu fliehen vor manchen Sachen. Und deswegen konnten auch alle meine Leute ziemlich schnell, ziemlich gut schwimmen. Und dann ist mir halt aufgefallen in der Kenshi-Map, dass eigentlich jeder Gegner, den es gibt, das Schwimmen vermeidet. Das heißt, eigentlich ist Schwimmen echt geil, wenn du fliehen willst. Na, wie gesagt, manche Tiere oder auch Rassen können sich da ganz komisch drin fortbewegen im Wasser und sind dann meistens schneller als man selbst. Na, Schnabeldinge sind zum Beispiel relativ schnell im Wasser. Skelette, also die Roboter in Kenshi, wisst Bescheid, sind auch relativ schnell im Wasser. Sag mal, was ist denn das?
Das gibt's in Vanilla aber nicht. Oder ist das eine Wurzel? Oder ist das ein gigantischer Wurm mit 6 Augen? Medusa? Bist du's? Oh Mann, und wer seid ihr? Ratten-Ninjas, Graspiraten oder wer seid ihr? Staubbanditen, yeah. Wir sind so staubi, so dusty, ne? Okay, ja, Staubbanditen sind uns ziemlich egal. Oh, ich renne ja schon wieder raus aus dem Sumpf. Wir wollen ja rein in den Sumpf. Hier, guck mal, in die Richtung müssen wir gehen. Okay, der Sumpf. Na eben, das ist schon eher unser Metier hier. Wollen hier schließlich ein bisschen was entdecken. Brauchen mächtige Ruinen und spannende Locations. Sowas in der Art, ne? Ruine entdeckt. Na also. Bisschen hatte ich noch auf dem Schirm, dass da eine ist. Ich gebe es ja zu. Ich war hier lange Nachbar, ne? Und irgendwann hat man hier halt alles aufgedeckt. Ich bin halt oft von hier so hier runtergerannt. Natürlich hat man da auch entsprechend diese Ruine entdeckt. Ich weiß, glaube auch, was drin ist. Wenn es die ist, dann sind da Spinnen drin. Ja. Und das ist gleichermaßen entspannt wie unchillig, würde ich behaupten. Wenn die da jetzt wegkrabbeln und sich einfach verpissen, dann ist erstmal alles gut. Und wenn nicht, dann nicht. So, guck mal, Spöders under the skin. A massive amount of Spöders, die uns direkt bemerkt haben und die viel Range haben. Da müssen wir stark aufpassen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder in den Sneak, wenn wir dürfen. Dürfen wir nicht. Okay, und gehen dann rein. Sollen wir mal eine einzelne probieren? Die machen halt schon gottlosen Schaden. So, surrounden die mal schnell. Da ist noch eine einzelne, die könnte uns da einen Hit reinhauen, wenn es ganz schlecht läuft. Tut sie nicht, perfekt, es lief gut. Wir sneaken weiter und schauen jetzt mal. Ich glaube, da drin sind halt auch noch Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Geht voll, perfekt, okay. Also was heißt geht voll? Ne? Suggeriert so, als wären da noch ein paar Leute übrig. Nee, hier ist absolut gar nichts und das ist klasse. So, was habt ihr hier? Scheiß, 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 alles scheiß, da geht was. Da müssen wir hin. Alles schön im Auge behalten. Ja. Goddammit. Wir brauchen uralte wissenschaftliche Abhandlungen, Leute. Immerhin haben wir noch ein paar Stockwerke übrig. Ja, hier sieht doch auch noch gut aus. Da hätten wir einen Stromkern. Der ist relativ viel wert. Ansonsten sieht es eher beschissen aus. Alter, Leute, come on. Ihr müsst dringend hier irgendwo eine uralte wissenschaftliche Abhandlung haben. Sonst wäre das echt scheiße für uns. Was habt ihr da? Es ist Strom erforderlich, damit ich da reingucken kann. Ja, goddammit. Ah, da geht auch noch eine. Komm, da ist doch bestimmt was drin, oder? Komm schon. Daumen drücken, Leute. Shit. Dann habe ich hier gerade eine Spinne machen gehört. Komm schon. Hier nochmal ordentlichen Hub mit einigen Sachen. Ja, da muss doch mindestens noch eine dabei sein und im Idealfall 3 oder gar 7. Broken Drones, kaputte Drohne, neues Gebäude. Ja, warum nicht? Kommt, wir nehmen das alles mit. Ah, na, dann schmeißen wir die weg, bereits erforscht. Was haben wir hier? Nichts und hier? Ja, komm, da sind doch bestimmt ein paar drin, bitte. Mach nicht ihn. Eine? Warum denn eine? Wisst ihr, 5 oder so wäre da jetzt nicht zu viel verlangt gewesen, oder? So sind wir 20 überlastet mit 21 MPH unterwegs. Tut mir so leid, wenn ich euch diesen Ohrwurm jetzt auch reingedonnert habe. Ich weiß, er ist hart, er ist schwer wieder loszuwerden, er ist einfach nur brutal. Ja, einfach nur brutal. Ist auch so ein Ohrwurm, bei dem ich mir jetzt schon sicher bin, dass ich den noch eine ganze Weile mit mir rumtrage. Ja,
Da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Der ist jetzt halt da. Da kann jetzt auch niemand was dafür, ne? Ist jetzt halt, wie es ist. Ich glaube, wir müssen die Generatorkerne nicht mitnehmen. Oder ich würde sie gerne mitnehmen, aber schmeißen wir mal noch einen raus. Wie sieht's dann aus? 10%, damit sind wir auf jeden Fall gut unterwegs, würde ich behaupten. Ja, ja, das passt. Und schauen weiter, was hier abgeht, ne? Ich glaube, hier oder so waren noch welche. Verseuchtes Labor, schön verseucht muss es sein. Hier ging auch noch was. Ja, komm, gehen wir mal hier noch so ein bisschen rein, oder? So. Brauchen mehr uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Eine. Wisst ihr, wie ich meine? Schon das zweite Mal, dass wir eine kriegen. Was für ein Rattenkack. Ah, ich überziehe ja schon wieder. Na, wie soll es auch anders sein? Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Wir sehen uns in der nächsten Episode, in der wir hoffentlich mehr uralte wissenschaftliche Abhandlungen finden. Das wäre außerordentlich dienlich für unser Vorhaben. Und dann, ja, haltet die Ohren steif. Stay can G, euer P. Ade. Hey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren. Das ist elegant. Ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Ey, was geht hier ab? Das Katana